Hallo, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr jetzt hier bei mir seid, dass ihr diese Legung gefunden habt oder diese Legung hat euch vielleicht gefunden. Ja, das ist jetzt hier ein Sonnenfinsternis-Orakel. Es findet jetzt die Sonnenfinsternis statt und ich schaue mir das Ganze an, inwieweit diese Sonnenfinsternis Einfluss haben wird auf dein Leben. Ja. Sie findet zwar nicht hier bei uns statt, in unseren Breitengraden, aber trotzdem, wir sind ja verbunden, wir sind alle miteinander verbunden und deswegen hat dieses Ereignis auch Einfluss auf dich. Ich schaue mir das Ganze an und ja, mische für dich jetzt die Karten. Erstmal die. Die waren gemeinsam zusammen. Die Sonnenfinsternis. Ja, Veränderung, Transformation. Also, diese Sonnenfinsternis wird dein Leben oder einen bestimmten Bereich in deinem Leben transformieren, verändern. Diese Veränderung wird tiefgreifend sein. Sie wird einen großen Einfluss haben, entweder auf dein ganzes Leben oder auf einen bestimmten Bereich in deinem Leben. Das ist Transformation. Das Alte geht, das Neue kommt und das bringt diese Sonnenfinsternis mit sich. Aber ich schaue mir diese Karte noch an, noch genauer an. Was möchten die Karten noch dazu sagen? Die 9 der Kelche und das Gericht. Und das alles in Bezug auf diese Transformation, auf diese Veränderung, auf dieses Tiefgreifende, was da in deinem Leben passieren wird. Und zwar habe ich hier für dich eine super gute Zeit. Die 9 der Kelche, dass du wirst dich freuen. Du wirst sehr viel zu tun haben auf eine gute Art und Weise. So könnte man das hier sagen. Du wirst viel Freude erleben können, viel Spaß haben können mit anderen Menschen oder vielleicht alleine. Ja, vielleicht auch alleine. Die Zeit alleine genießen kann hier auch so sein. Aber das wird schon hier so sein. Veränderung zum Positiven. Du wirst wieder geboren werden. Du wirst dich wie neugeboren fühlen. Du wirst dich wie wiederbelebt fühlen. Das ist für einige, ist es so wie ein neues Leben beginnen. So stark habe ich das hier im Kartenbild. Das ist für einige, nicht für alle. Das ist eine allgemeine Legung. Das muss ich hier natürlich betonen. Das wird nicht für alle so sein, komplett. Vielleicht nur in einem Bereich deines Lebens. Ja, ich habe hier ein neues Leben für dich und das Alte verschwindet, fällt weg, das was negativ war und an dieser Stelle tritt Freude und auch eine sehr gute Zeit, eine sehr gute Zeit. Mit netten Menschen umgeben sein, feiern, Freude, Liebe, das kann auch im Bereich der Liebe sein und wenn das der Bereich zum Beispiel Beruf ist, dann habe ich das hier so, vielleicht eine Gehaltserhöhung oder Veränderung des Bereiches, wo du arbeitest. Natürlich viel positiver. Du steigst auf, du bekommst eine bessere Position, man wird dich mehr achten. Ich habe hier auch für einige diese Veränderung, diese gravierende transformative Kraft wird in Bezug auf ein Problem sein, wird sich auf ein bestimmtes Problem auswirken und dieses Problem verschwindet. Die Last wird dir von den Schultern genommen werden. So habe ich das hier. Also wirklich, als würde man so einen schweren Rucksack dir einfach abnehmen und du gehst total in die Leichtigkeit und in die Freude.
mit dieser Sonnenfinsternis. Also, wow, ich finde es mega für dich. Ja, wie Auferstehung, wie Phönix aus der Asche sich neu erfinden, vielleicht dein komplettes Leben oder nur in einem Bereich neu erfinden, verändern, verbessern. Aber das ist nicht nur eine Veränderung, sondern das ist auch gleichzeitig eine Verbesserung und zwar eine gravierende, eine starke Verbesserung deiner Situation, deiner Lage, deines Lebens vielleicht komplett, ja? Du wirst dich mega freuen. Also ich habe dich hier in Freude, in Spaß und du wirst vielleicht auch zur Feier des Tages etwas trinken, ja? So hoch die Tassen. Ich möchte das zelebrieren. Ich möchte das feiern, was hier passiert ist, ja? Sehr schön. Das freut mich sehr für dich. Aber ich schaue mir die Karten weiter an. Die Sonnenfinsternis. Die drei der Stäbe, gut. Die drei der Münzen. Und der Stern. Gute Aussichten, das, worauf du wartest, wird zu dir kommen. Du wirst entweder weiter da machen können, wo du aufgehört hast, oder wenn du auf etwas Neues wartest, dann wirst du da beginnen, das aufzubauen, aber das wird sehr schnell groß werden, sehr schnell stark werden. Ich habe das hier nicht, das ist so ganz langsam und gemächlich und man schläft fast ein, passieren wird, sondern das wird zügig sein und auch langfristig. Ich habe für dich hier langfristigen Erfolg. Das, was zu Sonnenfinsternis irgendwie auf dich zukommt, zu dir kommt, wenn du darauf wartest, das kommt zu dir, ja? Die Wartezeit, Ende mit der Wartezeit. Vorbei und da fängst du an oder du machst da weiter, wo du aufgehört hast und das ist darüber hinaus über diesen Zeitraum. Also das wird sehr lange in die Zukunft dann weitergehen und du wirst die Entwicklung hier die ganze Zeit spüren in deinem Leben, in diesem Bereich. Das kann hier beruflich sein, finanziell, kann aber auch ein anderer Bereich sein. Ja, ich habe hier auch die Stäbe, der Stern ist sowieso allgemein. Aus den vollen Schöpfen habe ich hier. Du wirst anfangen, aus dem vollen zu schöpfen. Einfach in die vollen gehen. Nicht mehr kleckern, sondern klotzen. Das wird ermöglicht werden für dich mit dem, was hier bei dir ankommen wird. Es kann ein Mensch sein, es kann aber auch eine Situation sein. Etwas kommt bei dir an. Vielleicht bekommst du vorher noch eine Nachricht, ja, mit dieser weißen Möwe. Vielleicht sogar zwei Nachrichten. Ich habe hier sogar drei Möwen, drei Nachrichten. Können es sein? Du wirst vielleicht erstmal eine Nachricht bekommen, eine Benachrichtigung. Das wird sich irgendwie bemerkbar machen, als wäre das vielleicht eine Nachricht, ja. Kann eine Nachricht sein, kann aber auch sowas Ähnliches sein wie eine Nachricht. Zeichen könnte hier auch im Raum stehen. Zeichen, du wirst Zeichen sehen, dass das schon bei dir schon fast da ist, dass es schon fast da ist, ja, und dann kommt es an, dann ist es da, weil dieses Schiff, das ist ja hier schon da, du siehst es, ja, das ist schon da, das ist nicht irgendwo hinten am Horizont, sondern das ist ja schon hier, direkt vor dir, und dann kannst du hier anfangen, in die Vollen zu gehen, ja, Aufbau oder Weiterbau. Vielleicht ist es etwas, was verschwunden war, was weg war und jetzt kommt es wieder, oder es ist etwas Neues. Aber irgendwo hast du darauf gewartet. Du hast gehofft, dass es zu dir kommt, dass es vielleicht wieder zu dir kommt, dass es wieder da ist, dass es überhaupt da ist, ja. Und dann hast du hier die Möglichkeit, wirklich daraus was zu machen und das wirklich zu entwickeln. Das wird sich entfalten, das wird groß werden, wachsen, schön werden. Und auch weitreichend in die Zukunft sein. Das wird nicht nur so für einen Moment gut sein, sondern wirklich, das ist für etwas, ja, etwas Längerfristiges, ja, das ist etwas Längerfristiges. Ja, und ich habe hier noch die beiden Karten. Da werde ich auf jeden Fall noch mehr Karten dazu nehmen, denn das ist hier, eine Ist-Situation, das ist jetzt so. Also, ich habe hier jemanden, den König der Stäbe, und ich habe hier die drei der Schwerter. Ja, und der König der Stäbe, entweder das König der Stäbe verletzt, hat Liebeskummer, oder du wurdest dem König der Stäbe verletzt und du hast Liebeskummer. Ich habe hier irgendwie,
Vielleicht gab es einen Bruch, einen Abbruch, einen Zusammenbruch. Jemand hat dich verletzt, jemand wurde von dir vielleicht verletzt oder jemand hat sich selbst verletzt. Das kann hier auch so sein. Und ich habe das hier im Gefühlsbereich, ja, im Herzen sozusagen. Also kann sich hier um romantische Liebe handeln, kann aber auch so freundschaftlich sein oder einfach, du wurdest von jemandem enttäuscht oder jemand ist enttäuscht worden. Ich habe hier direkt einen Menschen, den König der Stäbe. Und der König der Stäbe, ich habe hier jemanden, der sehr willensstark ist, Willenskraft hat, ist manchmal vielleicht so ein bisschen übereifrig oder kann sein, dass dieser Mensch einfach sehr viel Energie hat. Ja? Und diese Energie möchte schnell irgendwie raus. Der Mensch ist immer beschäftigt, hält sich beschäftigt. Das ist niemand, der langweilig ist, der irgendwie so langsam, ganz langsam, sondern schnell, schnell, schnell eher bei diesem Menschen. Ja? Könnte auch sehr feurig sein, leidenschaftlich sein. Auf der anderen Seite vielleicht auch hier ein bisschen das Streiten. Kann so in die Richtung gehen, dieses Feuer, diese Leidenschaft kann sich natürlich auch so dann auswirken, dass der Mensch ja kein Blatt vom Mund nehmen. Sowas habe ich auch alles aussprechen, ja, nicht zurückhalten, einfach so, hier bin ich. Starke Persönlichkeit, erfolgreiche Persönlichkeit hier, normalerweise sehr erfolgreich, aber hier eine Enttäuschung verbunden mit diesem Menschen. Und wenn du dich fragst, ja, Sternzeichen zum Beispiel. Also ich habe hier Luft und ich habe hier Feuer. Kann aber auch jemand sein, mit dem du momentan keinen Kontakt hast, weil hier die Kommunikation ist nicht da. Keine Kommunikation. Und das wirkt sich negativ aus auf dein Herz, auf deine Gefühle oder auf die Gefühle von diesem Menschen. Vielleicht auf euch beide, wenn du das nicht bist. Das kannst auch du sein, ja, oder jemand anderes in deinem Leben. Ich habe hier so allgemein gesprochen, vielleicht habt ihr ja Schluss gemacht. Jemand hat hier Schluss gemacht. Lange nichts mehr voneinander gehört. Und das fühlt sich nicht gut an. Ja, Liebeskummer habe ich hier auch. Aber ich gucke mir die ganze Geschichte an. Ja. Der Mond, die 10, die 10 der Schwerter und der König der Kelche. Also, wenn das jemand ist, mit dem du irgendwie zusammen warst oder jetzt noch irgendwo zusammen bist, mit diesen Menschen, du denkst, da wird irgendwie noch zwischen euch was passieren, ich muss dir sagen, da wird jemand anderes kommen. Das ist der Mond, da liegt einfach dieses Unbekannte, Ungewisse, dieses Hoffen und Bangen liegt hier daneben, man hofft und bangt. Das ist noch nicht irgendwie, vielleicht seid ihr nicht zusammen, das ist jemand, wo du hoffst, dass ihr zusammenkommen könnt, ja, kann so sein. Ich habe hier den Mond, das wird verworren bleiben, das wird irgendwo nicht ans Licht kommen alles. Das wird irgendwie alles im Schatten passieren. Sehnsüchte werden nicht erfüllt werden. Ich habe hier Sehnsucht, die nicht erfüllt werden wird, nicht von dem König der Stäbe, aber da kommt jemand Neues, der König der Kelche. Ich habe hier den Abbruch. Vielleicht wirst du in so einer unbekannten, ungewissen Lage dich befinden. Vielleicht mal Kontakt, dann wieder nicht. Zusammen sein, dann wieder nicht, gut aufeinander zu sprechen sein, dann wieder nicht mit dem König der Stäbe, ja. Und irgendwann kommt der König der Kelche daher und dann ist Schluss mit dem König der Stäbe, weil du merkst, okay, ich habe hier jemand Neuen, da ist jemand Neues für mich da und dieser Mensch ist ganz anders. Also ich habe das hier so, dieser Mensch wird ganz anders sein, zu dir auch, als hier der König der Stäbe. Manchmal ist der König der Stäbe, das muss ich hier sagen, so ein Hallodri. Hat viele Bekanntschaften. Ja, ja. Und deswegen vielleicht auch so, muss nicht sein, aber manchmal ist das hier so Flirten. Mehrere Eisen im Feuer. Sowas sehe ich auch. Und da kommt dann der König der Kelche. Und
Der König der Kelche, egal ob du Mann oder Frau bist, da kommt jemand, ein Mensch, ja? Symbolisiert hier durch den König der Kelche. Und dieser Mensch wird dich wollen, nur dich, da ist niemand anderes. Das Herz ist am rechten Fleck, man hat Gefühle, man ist bereit, Gefühle zuzugeben, weil zuzulassen, Gefühle zu geben, gegenseitig, ja, offen für Liebe, liebesbereit, liebestechnisch gut aufgestellt, also gesund, gesunde Liebe. Hier habe ich eher so Leidenschaft, ja. Ich habe hier keine Kelche, ich habe hier keine tiefen Gefühle, die auf eine feste Partnerschaft deuten. Hier habe ich das Potenzial dazu, mit diesem Menschen, mit dem König der Kelche. Oder halt, wenn das eine Frau ist, Königin der Kelche, ja. Und da wirst du eine ganz andere Seite des Zwischenmenschlichen erleben können, was ich hier so sehe. Das wird ganz anders sein mit dem König der Kelche. Er oder sie wird dir sofort zeigen, wie Gefühle gezeigt werden können, wie Gefühle gelebt werden können, was Gefühle bedeuten, wie wichtig Gefühle sind. Ja, das ist ein gefühlvoller Mensch und auch achtet Gefühle. Gefühle sind sehr wichtig und kann sein, dass man sich sehr schnell verlieben wird. In dich, ja? Sehr schnell. König der Kelche verliebt sich. Vielleicht so eine künstlerische Seele, eine zarte Seele, vielleicht ein bisschen zerstreut, vielleicht ein bisschen durch den Wind, aber Herz am rechten Fleck. Vielleicht ein bisschen vergesslich, schusselig, ja? Kann so sein. Unordentlich. Könnte auch sein, so ein bisschen unordentlich. Aber wirklich, Gefühle werden da sein. Ja, das ist wichtig. Aber ich werde hier noch eine Karte drauflegen. Die Königin der Schwerter. Die Königin der Münzen. Und die Fünf der Münzen. Aha. Also, dieser Mensch hier, wenn du ihn kennenlernst, er wurde in der Vergangenheit stark verletzt, ja, wurde in der Vergangenheit sehr stark verletzt. Ich habe hier zwei Menschen, die ihn sehr enttäuscht haben und dieser Mensch achtet die Gefühle so sehr, weil die Gefühle so wichtig sind für ihn. Und in der Vergangenheit waren zwei Menschen sehr wichtig, vielleicht eine Freundin, ein Freund hier mit der Königin der Münzen und jemand, den man irgendwie blind vertraut hat. Kann etwas Romantisches sein, muss aber nicht. Das muss nicht romantisch gewesen sein, hier diese Bekanntschaften. Das muss nicht unbedingt Partnerschaften gewesen sein. Ich habe hier die Fünf der Münzen. Also vielleicht irgendwie, man hat jemanden vertraut, man hat sich auch auf jemanden verlassen, können zwei Personen auch gewesen sein, ja, und da wurde man extrem enttäuscht, vielleicht Geschäftspartner oder jemand von der Arbeit oder irgendwie finanziell betrogen, ja, dieser Mensch wurde finanziell irgendwie übers Ohr gehauen oder sowas. Und wenn es um die finanziellen Sachen geht, da ist der König der Kelche dann sehr vorsichtig, ja. Vielleicht kann sein, wenn ihr zum Beispiel ein Date haben werdet, ja, mit dem König der Kelche, dann habe ich hier so, vielleicht wird der König der Kelche sogar darauf bestehen, dass man getrennt zahlt, ja, sowas kommt hier durch. Das bedeutet aber nicht, dass er oder sie dich hier nicht mag, sondern dass es hier diese finanzielle, diese geschäftliche Enttäuschung, die man da irgendwo erlebt hat, und man ist vorsichtig, ja, also wunder dich nicht, wenn der König der Kelche am Anfang so vorsichtig ist irgendwie mit den Finanzen, mit dem Geld, ja, und möchte dich nicht sofort einladen und dich mit Geschenken überhäufen, ja, sondern eher sagt, okay, gut, ich mache hier mein Ding, du machst hier dein Ding und jeder hat seins, ja. Irgendwie sowas kommt hier, weil er oder sie wurde hier extrem enttäuscht, wurde vielleicht finanziell irgendwie betrogen, ja, von einem oder zwei Menschen hier. Das ist sozusagen der Hintergrund und Gefühle. Aber Gefühle sind da, Gefühle werden auch so sein, wie sie sein sollen. Und da hast du natürlich hier mit dem König der Kelche die Möglichkeit, die wahre Liebe zu spüren, zu fühlen, zu erfahren. Und dieser Mann hier oder diese Frau, der König der Stäbe, ist dann Geschichte, ist vorbei. Das geht dann komplett zu Ende. Man wird einen Schlussstrich ziehen. Also du unter den Gefühlen wirst einen Schlussstrich ziehen, weil hier ist jemand Besseres für dich.
So, das war die Legung. Wenn du magst, kannst du mir natürlich einen Kommentar schreiben, ob du dich hier irgendwo wiedergefunden hast, ob du vielleicht hier diese Situation hast mit dem König der Stäbe, ja? Wenn das so ist, hier kommt der König der Kelche für dich. Vielleicht wartest du auch auf etwas. Schreib mir das gerne, dass du auf etwas wartest, weil das kommt zu dir dann jetzt. Und vielleicht spürst du schon so ganz leicht diese Tendenz zu Veränderung in deinem Leben oder in einem ganz bestimmten Bereich deines Lebens. Schreib mir das gerne in die Kommentare. Vielen lieben Dank dafür. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.